Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg Kriminalgeschichten, oder genauer gesagt um den Abschnitt der Götze von Onara. Wenn man die ersten 6 Rätsel abgeschlossen hat, können wir am darauffolgenden Tag wieder ins Gasthaus von Waldraken gehen, bei etwa 48:50. Hier an dieser Stelle, denn an dieser Stelle hat Tittris wieder einmal einen Hinweis. Den können wir gleich hier abholen. Und der schickt uns hier in die Ebenen von Onara, und zwar ins Gebiet Even Kurkan. Damit ist dieser Bereich hier gemeint, hier diese in der Nähe von Terakai, und die ersten paar Schritte könnt ihr eigentlich getrost überspringen. Ich habe sie jedenfalls mit einem Twink getestet und könnt gleich zu etwa 39:59 gehen. Dort ist eigentlich diese Götze, aber trotzdem wollte ich halt diesen Teil hier unten noch mit einbauen, denn wir müssen sozusagen die Hinweise zuerst bekommen, um überhaupt hierhin geschickt zu werden. Und dafür benötigen wir auch gleich das Spielzeug Fackel vom Pirat. In den Ebenen von Onara angekommen, und zwar bei 35:66 hier im Teilgebiet Ewige Kurkane, befinde ich mich jetzt nun. Und eben diesen Teil könnt ihr eigentlich ohne Probleme überspringen. Da werde ich einen Zeitstempel mit einbauen. Aber hier können wir die Fackel von Pirat aktivieren, das Spielzeug jedenfalls. Und jetzt müssen wir solche Weihrauchbrenner finden. Und da befindet sich zum Beispiel hier auf der linken Seite einer. Da müsst ihr einfach genug lange drauf leuchten. Und dann erscheint hier unten ein Hinweis, welcher, also zuerst einmal halt einfach einen kleinen Hinweis. Dann müssen wir den zweiten hier aktivieren. Und der befindet sich hier an dieser Stelle bei etwa 32:68. Hier auf der rechten Seite, hier ebenfalls. Ab und zu, wenn ein anderer Spieler die gerade aktiviert hat, kann es ein bisschen herumspinnen. Da müsst ihr vielleicht ein bisschen weglaufen und dann wieder nochmals hingehen. Und das schickt uns jetzt in den Nordosten, aber reicht sozusagen immer noch nicht. Und dann müssen wir hier hingehen beim Höhleneingang, etwa bei 31:70, also hier auf der Map. Und da werden wir hier hingelotst auf der rechten Seite. Also etwa hier auf der Map. Und somit werden wir in die Richtung von Terakai geschickt. Und da gehen wir auch gleich mal hin. Im Teilgebiet Terakai, hier in den Ebenen von Onara bei etwa 40:59 angekommen. Hier an dieser Stelle mit dem Spielzeug Fackel von Pirat ausgestattet, das eben die einfach aktivieren. Da können wir hier gleich mal reingehen. Und auf der linken Seite befindet sich hier so ein weiterer Weihrauchbrenner. Da einfach drauf bleiben und dann wird hier die Götze von Onara aufgedeckt. Da einfach die Quest annehmen und da wird man dann wieder einmal zu der Bewahrung Katos hingeschickt. Nach Waldraken. Wieder in Waldraken angekommen bei etwa 48:50, also hier beim Gasthaus, können wir die Questen abgeben bei der Bewahrerin. Und hier haben wir schon einmal das Spielzeug. Da haben wir jetzt sicher einmal den Erfolg, ein Mittel zum Zweck bekommen. Aber da der Schritt der Götze von Onara ist halt noch nicht abgeschlossen. Wir müssen zuerst einmal nochmals eine Quest annehmen, um halt hier so 3 versteckte Juwelen zu finden. Wenn ihr diese Quest nicht seht, kann es sein, dass ihr eventuell noch einmal reloggen müsst, damit ihr hier diese Quest annehmen müsst. Die Quest selber ist jetzt auch nicht wirklich sehr schwierig, also eben hier kann man eigentlich das Spielzeug mal aktivieren. Und die würde halt uns einen kleinen Hinweis geben, und zwar haben wir hier die Götze sozusagen über dem Kopf. Tooltip sagt jetzt nicht wirklich, also steht halt einfach Such nach interessanten Objekten. Aber eben, das ist so sogar ein kleiner Hinweis. Und eben das erste Juwel befindet sich hier etwa bei 59:51, also hier auf der Map. Und da können wir wieder irgendwie das Spielzeug, also das Spielzeug ändert immer seinen Kopf, also die Drehung. Seht ihr vielleicht. Und das zweite Juwel befindet sich bei etwa 46:59, also hier beim Eingang vom Auktionshaus. Und
zum Beispiel jetzt hat die Götze auf dem Kopf sich gedreht und hat nichts gefunden, aber jetzt zum Beispiel hat es wieder das dritte Juwel und zwar etwa bei 55, 64, also hier unten. Und wenn man dann da alle drei Juwelen aufgesammelt hat, können wir hier wieder zurückgehen ins Gasthaus zu der Bewahrerin und können die Quest abgeben und haben den Abschnitt hier absolviert. Und ja, das war es eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diesen Erfolgsabschnitt ebenfalls zu bekommen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald!